Moin. Ich bin Benny, einer der Gründer von Nect. Mein Background ist, ich bin Informatiker, komme aus der Versicherungsbranche. Dort haben wir festgestellt, dass 78% der Versicherten aktuell schon definitiv den Online-Kanal wollen. Das heißt nicht, dass sie ihn ausschließlich wollen, aber sie wollen Online-Kanal. Wenn wir mal bei den Banken gucken, in Brasilien ist es so gewesen, 2016 wurde die Fernidentifizierung erlaubt. Seitdem werden 8-mal mehr Konten online eröffnet, als sie offline eröffnet werden. Zusammenfassend ist es einfach so, dass der Online-Kanal ein Riesenpotenzial für regulierte Unternehmen ist. Sieht man auch zum Beispiel daran, dass eine Allianz mehrere Millionen Euro in die Hand nimmt, um in eine Online-Only-Bank N26 zu investieren. Was haben aber jetzt die regulierten Unternehmen alle gemeinsam? Das Thema Regulierung. Da springen durch die Komplexität im Online-Kanal bis zu 80% der User ab. Der Hauptgrund des Absprungs ist fast immer die Identitätsfeststellung. Hier haben wir bis zu 60%, teilweise sogar mehr, bis zu 60% Absprungraten. Zusammenfassend also, selbst die beste Banking-App hat am Ende des Tages noch eine abschreckende Ident-Lösung. Wir haben uns angeguckt, was ist das Problem dabei. Beim Video-Ident, was so aktuell State of the Art sozusagen ist, ist es am Ende der Personaleinsatz. Der Personaleinsatz ist dafür verantwortlich, dass ich hohe Wartezeiten habe, schlechte Servicequalität häufig auch und auf der anderen Seite auch ein Problem mit der Privatsphäre. Also viele User fühlen sich einfach nicht wohl dabei, mit einer Webcam in ihren eigenen vier Wänden mit einer fremden Person zu sprechen. Dann haben wir uns angeguckt, okay, warum muss der Mensch das eigentlich noch machen? Wenn man sich mal anguckt, dass die KI mittlerweile besser da drin ist, Krebs zu erkennen als ein ausgebildeter Facharzt mit 10 Jahren Erfahrung, warum sollte sie es nicht sein als ein mit 14 Euro die Stunde bezahlter Service Center Agent? Und genau das haben wir dann auch gemacht. Wir haben Video dann neu erfunden, indem wir den Agenten durch KI ersetzt haben. Das Ganze sieht für den Nutzer dann folgendermaßen aus. Der erste Schritt ist ein Selfie-Video. Während des Selfie-Videos werden 2 Worte eingeblendet, die per Zufall ausgewählt werden und der Nutzer soll diese Worte sprechen. Anhand der Lippen- und Gesichtsbewegungen können wir überprüfen, ob es ein lebender Mensch ist. Wir können Deepfakes, Masken etc. ausschließen. Der zweite Schritt ist eine Videoaufnahme, also kein Foto, sondern eine Videoaufnahme der Vorderseite des ID-Dokuments. Kann ein Passport oder kann auch ein ID-Card sein. Und wir checken hier halt eben, ob die entsprechenden optisch variablen Sicherheitsmerkmale vorhanden sind. Letzter Schritt, weil ich jetzt hier einen Personalausweis habe, ist die Rückseite nochmal. Beim Reisepass habe ich halt nur die Vorderseite. Was man jetzt hier aber sieht, ist, dass ich innerhalb von, das Video geht glaube ich 40 Sekunden, lass es uns 45 Sekunden sagen, meine Identität vollumfänglich mindestens auf dem gleichen Sicherheitsniveau wie eine Video-Ident bestätigt habe, wir sind sogar der Meinung noch weiter drüber. Das sind so ein Auszug der Checks, die wir machen. Allen voran, wie gesagt, wir können sehr, sehr genau sagen, dass es ein lebender Mensch ist, wesentlich genauer, als es ein Mensch könnte. Und auf der anderen Seite können wir auch die Echtheit des Ausweisdokuments nachweisen. Auch hier definitiv mehr, als es ein Mensch könnte. Ganz wichtig natürlich, wir sind im Gegensatz zu amerikanischen Providern hier in der Lage, durch die Videoaufnahme auch die optisch variablen Sicherheitsmerkmale auszuwerten. Warum sage ich immer, dass wir auch der Meinung sind, dass wir sicherer sind als ein Mensch? Das ist nur eins von vielen Beispielen. Links ist ein gefälschter Ausweis, rechts ist mein Ausweis. Wenn man sich die Bilder darunter mal anguckt, ist das, was ein Computer halt noch hervorheben kann. Hier können wir, also beide Ausweisdokumente haben auch wirklich Hologramme beinhaltet. Der linke Ausweis, den können Sie so für 5.000 Euro auf dem Schwarzmarkt kaufen. Und man sieht aber trotzdem, dass wir die Qualität der Dokumente auswerten können. Hier sieht man noch leicht mal ein Identigramm, während es hier komplett flöten geht. Und das sind so Sachen, wo dann die Maschine einfach wirklich das Auge sozusagen dafür haben kann, was ein Mensch halt nicht kann. Was bringt das am Ende des Tages den Kunden? Wir haben zum Beispiel die R&V als Kunde, die hier 75% der Kosten gespart hat und im gleichen Zeitraum 25% mehr User ongeboardet hat. Was bringt das den Usern? Jede Menge Spaß. Wir sind da wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass wir hier 4,9 von 5 Sternen haben, was weit ab von jeglichen Identitätsbestätigungen im Markt ist. Aber es macht auch einfach Spaß, diese Bewertung zu lesen, weil man wirklich sieht, die Identitätsbestätigung ist eigentlich eine Hürde. Das erste Mal, dass User wirklich irgendwie sagen, okay, es hat mir irgendwie Spaß gebracht. Und wenn es so lustige Worte sind, die ich sagen muss, aber das ist dann halt einfach auch ein sehr, sehr gutes Feedback. Ein kleiner Auszug aus unseren Kunden, weil das ja auch immer eine wichtige Frage ist. Seid ihr denn schon live? Macht ihr denn schon wirklich was? Ja, machen wir. Wir sind auch mit ein paar Namen am Markt, die man kennt, denke ich. Vielleicht die letzte spannende Frage noch für uns ist immer, die wir immer gestellt bekommen. Was unterscheidet euch denn von allen anderen Wettbewerbern? Das sind wahrscheinlich auch relativ oberflächliche Schlagworte. Das Wichtigste für mich ist aber das Thema Unabhängigkeit. Was meine ich damit? Bei uns ist jede Zeile Code selbst entwickelt.
Das ist extrem wichtig, weil nur dadurch können wir eine extrem hohe Qualität bieten, was die Sicherheit betrifft, aber auch was den Datenschutz betrifft. Nicht ein Datensatz ist jemals zu irgendeinem Drittdienstleister gewandert, nicht ein Datensatz ist irgendwie von jemand anderes ausgewertet worden und muss auch in einem Audit-Fall nicht ausgewertet werden. Das ganze andere Thema, wir setzen zwar nur noch auf KI, haben aber trotzdem eine hohe Service-Orientierung, das heißt, wir sind im First Level da und betreuen den Kunden trotzdem so umfangreich, wie es nur irgendwie möglich geht. Vielen lieben Dank. Fast gerne. Eine Punktleistung, aber so ein, zwei Sekunden gibt's. Besonders niedlich fand, also tolle Präsentation natürlich, aber besonders niedlich fand ich den Hashtag oben links in der Ecke. Ich weiß nicht, ob es jemand gesehen hat. Was ich lieb, das neckt sich. Sehr ja. Schön. Gibt's Fragen? Vielleicht fange ich einfach mal an. Als Vertreter der Versicherungsindustrie seid ihr natürlich sehr groß in unserem Bereich schon. Wie siehst du denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir da eine Lösung haben werden, die branchenübergreifend oder in der Branche bleibt? Also siehst du den Fokus auf eine Industrie oder auf mehrere? Und in verschiedenen europäischen Ländern sieht man ja auch, dass der Staat immer mehr in solche Richtungen geht. Wie siehst du da die Perspektive in Deutschland? Also ich fange mal die einfache Frage an. Ich glaube, dass ein Video-Dent-Verfahren gegenüber dem EID-Verfahren zwei Vorteile hat. Erstens sicherheitstechnisch und zweitens auch marktübergreifend. Es ist halt einfach nicht mehr so, dass ich nur deutsche Kunden habe. Es ist nicht nur so, dass ich nur spanische Kunden habe. Wir sehen es zum Beispiel bei der HLK. Die haben auf ihre 500.000 Mitglieder trotzdem schon 10% indische Kunden. Ja, die würde ich dann mit einer EID-Lösung schon gar nicht mehr abfangen können. Das ist so ein bisschen das, wo ich unsere Lösung immer platziert sehe, bei Kunden, die auf jeden Fall auch übergreifend Nutzer haben, aus dem europäischen Ausland zum Beispiel. Die andere Frage. Also wir sehen uns da schon als Lösung, die über alle Industrien funktionieren soll in Zukunft. Das ist natürlich immer die Frage, wie bekommen wir jetzt Lizenzen in den einzelnen Bereichen? In vielen Bereichen haben wir schon. Das GWG-Thema ist natürlich noch ein großer Punkt, wo es eigentlich eher eine politische Diskussion ist, weil aktuell ist halt alles danach geregelt, dass es ein Mensch kontrolliert. Und wir weisen jetzt im Prinzip gerade nach, dass wir auf dem gleichen Sicherheitsniveau wie ein Mensch sind oder auf dem gleichen Sicherheitsniveau wie eine EID. Und deswegen haben wir eigentlich relativ hohe Hoffnung, dass es in mittelfristiger Aussicht auch danach ist, dass wir komplett GWG-konform sind, was man ja auch sagen muss. Liechtenstein und Österreich und Schweiz zum Beispiel haben sich dem ja schon geöffnet. Liechtenstein hat es gerade im Juli zugelassen, dass automatisierte Remote-Ident-Verfahren auch für Banken, also GWG-Fälle, zugelassen sind. Deswegen haben wir da keine großen Gründe anzunehmen, dass es nicht auch in naher Zukunft im kompletten europäischen Ausland stattfinden kann. Kann eure Anwendung auch besser sein als der Mensch? Weil als Mensch, definitiv, der auf der anderen Seite sitzt, habe ich ja vielleicht auch mal Kopfschmerzen, keine Lust. Ja. Definitiv. Also ich sag mal so, das ist genau der wichtigste Punkt. Also man sagt dann, so eine KI ist vielleicht eine Blackbox, ist ein Mensch aber am Ende des Tages auch. Ja, ein Mensch hat einen schlechten Tag, hat auch nach 8 Stunden Arbeit nicht die gleiche Qualität, wie er frisch in der ersten Stunde hat. Das ist definitiv ein wichtiger Unterschied, der natürlich schwer nachzuweisen ist, weil gerade so Menschen kann man eben nicht so leicht überprüfen, was man bei einer KI aber sehr gut kann. Und auf der anderen Seite kann man auch technisch sehr gut nachweisen, dass die KI einfach mehr sehen kann. Sie kann einfach mehr sehen und kann mehr Datenquellen heranziehen, als es ein Mensch halt könnte. Weitere Fragen? Hier vorne? Also das Mikro ist schon hinten platziert. Fangen wir hinten an und dann kommst du nach vorne. Hey, du bist gerade schon kurz darauf eingegangen, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen stärker darauf eingehen, inwieweit du siehst, dass Video-Ident jetzt keine aussterbende Technologie ist und auch in Zukunft noch ein USP gegenüber einer EID-Lösung ist, die ja jetzt aus meiner Perspektive, gerade was die Nutzererfahrung angeht, deutlich einfacher und schneller geht. Ist eigentlich spannend, Nutzererfahrung sehe ich nicht so. Gucken Sie sich mal die Bewertungen an von den typischen EID-Apps, die es so gibt. Ich will ja jetzt gar keine Marken nennen oder so, aber das ist auch gar nicht der springende Punkt. Die Nutzererfahrung ist halt eben nicht ideal. Weil allein schon so bei so einem Android-Gerät fummeln viele rum. Ich finde den NFC-Chip nicht und deswegen wird die Daten nicht richtig ausgelesen. Aber das nur beiseite. Ich glaube, dass die Video-Ident-Technologie an der Stelle mindestens noch mal 10 Jahre oder länger eine Daseinsberechtigung hat, weil das ist ungefähr der Zeitraum, in dem es mindestens dauern würde, bis sich EID europaweit durchsetzt. Mindestens, ja, wenn nicht sogar eher 20 Jahre, weil wir wechseln ja nun mal nicht alle 2 Jahre den Ausweis, sondern eben alle 10 Jahre. Und dann der nächste Punkt ist das, was ich jetzt eben schon gesagt hatte. Ich glaube halt einfach, dass sich alle europäischen Länder auf einen Standard einigen und dann vielleicht sogar noch alle weltweit Länder auf einen EID-Standard einigen, da reden wir wahrscheinlich eher über 50 Jahre, aber mit der Videotechnologie, mit einem Smartphone können wir halt eben die ganzen verschiedenen Ausweishologramme zum Beispiel der Maschine beibringen, was halt bei einer EID, dann habe ich da irgendwie, weiß nicht, 100 verschiedene EID-Systeme, die ich anbinden muss. Und das ist halt so dieser Knackpunkt. Ich glaube, das wird eine gute Koexistenz sein. So, das ist, glaube ich, die Annahme. Ich möchte nochmal auf die GWG-Thematik zurückkommen. Wie weit sind da die Gespräche fortgeschritten? Wann können wir da
deutschen Bankenmarkt damit rechnen, dass man das einsetzen kann? Das ist natürlich schwierig, da jetzt so eine definitive Aussage zu machen und auch überhaupt öffentlich darüber zu reden. Ich sag mal so, unter uns bleibt alles im Raum. In 2020 wollen wir damit auf jeden Fall GWG-konform sein. Gibt es weitere Fragen? Wir hätten noch eine knappe Minute. Jury was, vielleicht, genau. Was sind die Use Cases neben den Versicherungen, die ihr momentan abdecken könnt, solange es nicht GWG-konform ist? Weil das ist ja irgendwie sozusagen genau der Hebel, den ihr braucht, um wachsen zu können. Sehr, sehr geile Frage. Also Versicherung ist schon mal ein enorm großer Markt, weil da extrem viel getan wird im Moment und da wachsen wir mit mehreren tausend Usern täglich. Auf der anderen Seite gibt es halt auch noch viele, viele andere kleinere Use Cases, die wir jetzt erstmalig überhaupt mit unserer Technologie abdecken können, sowas wie Communities. Also sei es so ein Datingportal, aber auch sowas wie Meine Tierwelt zum Beispiel oder sowas, die jetzt irgendwie ein Interesse daran hat, dass die Verkäufer, die dort sind, auch verifiziert worden sind. Das wurde vorher manuell von den ganzen Service-Mitarbeitern gemacht. Kann man mit uns natürlich sehr, sehr kostengünstig machen auf einem sehr hohen Niveau, wo keine gesetzliche Anforderung ist, sondern halt eine Anforderung der Community, das zu schützen sozusagen. Das sind so Use Cases. Ne? Eigentlich ist die Zeit abgelaufen, aber die Nachfrage ist noch erlaubt. Nein? Okay. Gut. Vielen lieben Dank, Benny von Nect. Und Sterne gerne verteilen. Herzlichen Dank.